Die größte Neuheit haben wir ja schon vor der Messe gelauncht, die Home MC Quadrat DSP App. Das heißt, ein serverbasierter Processing Core für unsere MC Quadrat Mischpulte. Er macht genau das Gleiche, was der UHD Core macht. Das heißt, gleiche Latenz, gleiche Processing Qualität, gleiche Sound Qualität. Das heißt, für den User, der am Mischpult arbeitet, stellt sich überhaupt kein Unterschied dar. Was der Unterschied allerdings ist, ist natürlich in der Flexibilität, mit der man seine Broadcast-Infrastruktur aufbauen kann. Die Home MC Quadrat DSP App basiert auf der gleichen Processing-Plattform wie all unsere anderen Home-Apps. Damit ist erstmals eine gemeinsame Plattform für Audio- und Video-Processing am Markt. Und das ermöglicht es natürlich, ganz andere skalierbare Infrastrukturen aufzubauen. Das heißt, alles ist serverbasiert, läuft auf Standard-Servern und kann mit den Anforderungen des Anwenders hoch und runter skaliert werden. Das Ganze bildet sich auch in den Software-Lizenzen dazu ab. Die sind genauso flexibel gehalten. Das heißt, ich muss heute nicht mehr wissen, was denn meine Anforderungen in 3 oder in 5 Jahren sind, sondern ich kann mich flexibel, was die Audioformate anbelangt, was die Processing-Kapazitäten anbelangt, einfach daran weiter orientieren, was meine Anforderungen einfach in der Zukunft sein werden. Ich muss nicht heute wissen, was dann sein wird. Also es gibt sicherlich Anwendungen, in denen dezidierte Hardwarelösungen wie eben der AUHD Core Sinn macht. Wenn ich einen Mischpult habe in einem Theater oder 2 Mischpulte, wird man kein Servercluster dafür aufbauen. Aber wenn es um einen größeren U-Wagen geht oder um ein ganzes Rundfunkstudio oder eine ganze Rundfunkanstalt am Ende gar noch oder verteilte Standorte, dann kann ich dadurch, dass ich dieses Processing-Teile, gepoolte Processing-Kapazitäten habe, nicht nur für Audio, sondern für Multiviewer, Up-Down-Cross-Conversion, für all diese Anwendungen, die sich das Processing auf einer generischen, serverbasierten Plattform teilen, brauche ich dadurch deutlich weniger Processing-Kapazität insgesamt. Weil, wenn wir mal ehrlich sind, in unseren Racks sind natürlich sehr, sehr viele Höheneinheiten, die nicht in jedem Moment ihres Daseins genutzt werden. Und um diese Überkapazitäten, die heutzutage im Systemdesign einfach notwendig sind, die lassen sich durch diesen flexiblen Home-Apps-Ansatz reduzieren und es führt eben zu einer besseren Auslastung der Gesamtkapazität. Ja.